Ja, moin, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FM24. Ja, letzter Spieltag ist angesagt. Ja, heute entscheidet sich das, ob wir Champions League, Europa League oder Conference League kommen. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo wir am Ende landen werden, je nachdem, was wir jetzt gegen Leverkusen machen. Ich bin gespannt. Ne, dementsprechend, wie ein Flitzebogen, werden wir jetzt erstmal hier die ganzen Intensitäten machen, Training, so die Standardsachen halt, wie immer. Und ja, dann gehen wir mal, starten wir in die Woche dann und schauen mal, was wir dort erreichen werden am letzten Spieltag. Bin ich echt mal gespannt. Der Bierleck wird auf jeden Fall gekauft. Das steht ja fest jetzt. Dadurch, dass wir einen internationalen Platz erreicht haben, haben wir den automatisch gekauft. Im Nachhinein würde ich sagen, ist ein Fehler gewesen. Ein Fehler, den ich so ein bisschen bereue. Und ja, dementsprechend müssen wir mal gucken, keine Ahnung, ich weiß von den Interessen nichts. Ja gut, habe ich nur sporadisch so mitbekommen. Also das stand da irgendwie bei ihm. Wo ist das nochmal? Wo ist der Junge? Hier, Interesse. Wolverhampton und FC Sevilla. Ich sag mal so, ich bin nicht abgeneigt, den abzugeben. Ne? Das auf jeden Fall nicht. In der 11. Woche haben wir Feray. Sehr schön. So, 4 Spieler sind für ihr Land abberufen. Der Nemeth für Ungarn. Der Rodriguez für Uruguay. Oh, krass. Aber Seko für Mali. Und Königsdörfer für Ghana. Okay. So, 2 neue Nachrichten. Ja, da ist alles okay. Ja. Habe ich gesagt gerade. Ah ja, genau, wegen Bierleck. Ja, müssen wir mal gucken. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er überwiegend für die zweite Wende dann spielt. Das kann ich safe sagen. Genau. Tut er ja jetzt schon auch. So, Training können wir wieder mal gucken. Wie sieht's hier aus? Ah, jetzt können die wieder normal trainieren. Sehr schön. So, Quanzara ebenfalls. Ja, auch. Der noch halb. Der kann wieder normal trainieren. Doppelt. Die waren sowieso schon normal. Normal. Der auf halb. Der wieder auf normal. Passt. 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 Okay. Ja. Dementsprechend, so, Bierleck, der ist für die zweite, genauso wie Fofana. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie lange der... Nein, nicht zwei, was mache ich denn da? 90 Minuten, genauso wie der Bierleck, der ist auch, obwohl... Ah ne, Rodriguez ist verletzt, ne? 6 Tage, na gut. Dann spielt der Bialek doch für uns. Ja, ansonsten. Ja, Fofana ist für die zweite. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen. Die zweite. Ich bin auch am Überlegen, ob der Raab mitgeht. Ja, ich glaube schon. Der Raab geht auch noch mit. Verfügbar für die zweite 90 Minuten. Das heißt, der ist nicht mit von der Partie. Weil wir wollen ja, dass die zweite auch in der Liga bleibt. Deswegen. So, genau. Raab, Fofana, Mannschaftssitzung. Ja. Das klingt nach einem ziemlich realistisches Ziel. So, alle sind positiv gestimmt. Sehr schön. Aber wie gesagt, dafür müssen wir erstmal gewinnen. So, Clemens fällt 4 Wochen aus, ja. Perfekt.
Das heißt, der Mai kommt rein. So, das heißt, der kann nicht mit. Ja. Na, ist egal, komm, geh mal mit dem Minikader jetzt nach Leverkusen. Weil, wie gesagt, ich will unbedingt. Sorry, Leute. Ich will unbedingt, dass die zweite Mannschaft in der Liga bleibt. Deswegen, lassen wir auch den Raab in der zweiten Mannschaft spielen. So, die haben gut trainiert. Ah, der Buchmann diesmal nicht so, ne? So. So, der ist ausdruckslos. So, gucken wir mal die anderen. Becker hat auch gut trainiert. Sehr schön. Ernst. Der gute Keeper, Brian Burke. Auch ein guter Talent. Schulz. Dahmer. Mai. Der ja spielen wird jetzt. Bielek hat auch gut trainiert. Das ist schon mal gut. Kwanzara. Auch sehr positiv gestimmt. Gondre ist positiv. Der Raab spielt zwar für die zweite, hat aber trotzdem gut trainiert. Fofana hat auch gut trainiert. Oliveira auch gut. Honorar 8,0. Sehr schön. Joa. Quanzara spielt von Anfang an. Die anderen ebenfalls auch. Der Oliveira, den lassen wir nochmal draußen. Ja. Ich lasse es so spielen, obwohl, nee, Reis kommt nochmal für Schulz rein. Dass der Reis spielt. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ach, ja. Dann nimm sie mir die Überraschung vorweg. Aber das steht auch hier schon. Wir sind Trainer des Jahres. Sehr schön. So, erwartet wird Remis. Ja, und U19-Spieler des Jahres ist Finn Jeltsch. Wie wir hier sehen. Er ist auch ein guter Spieler, ne? 4,4 Millionen. Das ist Rotationsspieler. Wäre auch ein guter defensiver Mittelfeldspieler, ne? 19 Jahre jung. Sollen wir uns den gönnen? Eine Vorlage hat er gemacht. Trainer des Jahres. Zweiter wurde Rose und dritter Michael Weiß von. Sagt mir nix. Philippinen. Ah, okay. Wollen Sie über Trainer des Jahres gewinnen? Rodriguez kann ohne Probleme spielen. Wem haben wir hier da unten noch? Adin Ljinga. Geliehen vom Bayern München. Bis 29 Vertrag können wir ja mal scouten. Und der Paul Scholl. Ja, den haben wir auch schon gescoutet, ne? Aber der Jeltsch, der interessiert mich. Notenschnitt von 6,8. Vertrag, Ausstiegsklausel, einheimische Vereine, höhere Liga. Es ist halt die Frage, wo stehen die denn, die Nürnberger? Auf Platz 7. Heißt, wir könnten uns den holen, ne? Aber wenn der Reis sowieso vielleicht geht, Kran. So, der kommt mal mit. Der Schlüter. Rodriguez lasse ich trotzdem nicht spielen. Der soll sich jetzt auskurieren. Auch wenn das letzte Spiel ist, ja mit dem Jeltsch, ne? Wie gesagt, wir gucken mal, was sagt das Geld. Gehaltsbudget 4,8. Ja, könnten wir uns locker leisten, ne? Ich glaube, den holen wir uns. Erstmal Berater fragen. Aha, wir haben ein Talent vor Durchbruch. Das ist okay, ich möchte einen Langzeitvertrag. Ist okay. So. So, Angebot machen. 4,4 Millionen. Und wir spielen zu Hause jetzt gegen Bayer 04 Leverkusen. Dann bin ich mal gespannt. Letzter Spieltag, Leute. Nochmal alles herausholen, was wir können. So. Honorar, keine Spielpraxis. Nicht schlimm. Und let's go! Leverkusen! Wir sind da.
So, dann warten wir mal ab hier. Schick ist vorne drin. Habe ich gerade zufällig gesehen. Ja, wie gesagt, für Leverkusen geht es auch nur darum, Champions League zu spielen nächste Saison. Mehr geht das bei denen auch nicht mehr, aber ist schon, ja, schon ein Unterschied, ob man in der Champions League spielt oder Europa League oder Conference. Schon alleine vom Geld her. So, sehr gut. Gondre, ja, kriegt den Ball. Honorar verliert den Ball. Gibt Einwurf für uns. So, gelbe Karte für Ludovic Reis. Er ging ja schnell in der zweiten Minute. Riad kriegt auch gelb von Leverkusen. Jetzt kriegen wir Einwurf. Greinberg, Reis. Nihuis, Greinberg, Reis. Honorar, schade. Eckball. Ausgeführt von Breinberg. Hoher, langer Ball. Ja, Mike kriegt ihn nicht. Oh, sehr schön gemacht, Reis. Inkapje. Flanke. Schick. Ah, Ernst kriegt ihn noch. Leverkusen mit der Chance gerade. So, Gondre, Dama. Ah, faul, faul. Der VAR wird es überprüfen. Und es wird ergeben. Es gibt Elfmeter. Und es gibt die gelbe Karte für Edmund Tabsumpa. Jetzt. Wer schießt das? Feray. Macht das Ding rein. Er macht das Ding rein und es steht 1:0. Jawohl. Bis jetzt sind wir in der Champions League, Leute. Sehr schön. Da brauchen wir nicht viel anzuschauen. Haben sie gut gemacht. Den Elfer rausgeholt und jetzt geht's weiter. So, Eckball für Frankfurt, sage ich schon. Leverkusen. Ah, gut. Der Ball ging durch zu Ernst direkt. So, jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Schauen, wo die Spieler stehen. Langer Ball von Ernst. Ja, Dama kriegt den nicht ganz. Oh, sehr schön. Ball wieder geholt. Mai, Nihuis. Ah, Ballverlust, Schick. Ja, Dama, sehr gut geholt den Ball. Von Sarah, Mai. Ja, wieder Ballverlust. Muss nicht sein. So, Baku schießt rüber. Gut für uns. Oh, Leute, sorry, ne? Ich muss aber kurz mal ein Taschentuch holen. Tja, Leute, da komme ich einmal rein und direkt steht das 1:1. So schnell kann es gehen. So, Leverkusen direkt. Wieder wahrscheinlich mit einer Chance. El Canus, der auch das Tor gemacht hat vorhin. Tabsopa, Chaka, Schick. 1:2 oder war es abseits? Das werden wir jetzt erfahren. Ja, Tor wird aberkannt. Es war abseits. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Mit irgendeinem Körperteil war er auf jeden Fall abseits.
So, Leverkusen wieder. Hinkapje. Magno. Xhaka. Baku. Xhaka schießt mal vom Weiten, aber ja, bringt nichts. Der Ball geht drüber. Ja, Leverkusen mit vielen Chancen. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es 2 Minuten Nachspielzeit. Und wir gehen mit dem 1-1 in die Halbzeitpause. Und schauen wir mal, was die zweite Hälfte so bringt. Aber da muss auf jeden Fall mehr kommen. Ich sag mal so, wenn wir so im internationalen Wettbewerb spielen, boah, ich weiß nicht, na, wie weit wir da kommen werden dann. Sehr gut. Schön abgewehrt. So, sehr gut. Dama jetzt. Langer Ball auf Perai. Kommt an. Der passt direkt auf Panzara. Was macht er daraus? Auf jeden Fall nicht das 2-1, sondern es gibt Eckball. So, Dama jetzt mit dem Eckball. Hoher Ball. Ja, Nihuis, Quanzara, Reis. Ah, wird abgeblockt, der Ball. Schade. So, Breinberg. So, Wolfsburg führt, Frankfurt führt. Wo ist die Blitztabelle, wenn man sie mal braucht? Würde ich zu gerne jetzt mal sehen. Aber wir kommen langsam. Breinberg, Honorar. Ah, war diesmal kein Foul. Dama, Gondre, Buchmann, Nihuis, Feray, Breinberg, Flanke, Quanzara. Schade. Schade, schade. So, Leverkusen wieder. Kommt, Leute, holt euch den Ball. Und dann eine schöne Konterchance und zack ist das Ding drin. So, Baku jetzt. Ja, den Ball haben wir. Feray. Sehr gut. Mai. Weinberg. Hat der Mai gerade einen Hackentrick gemacht? Ui, Ballverlust. Boah, hätte teuer werden können. Der Ballverlust da hinten ist immer sehr Risiko. Sehr viel Risiko verbunden. So, wir wechseln jetzt mal aus. Ja, der Quanzara spielt jetzt auch nicht so berauschend, deswegen kommt der Bialek rein. Und der Bialek spielt dann als Zielspieler. Gucken wir mal, vielleicht kann er noch was bewirken. Mai spielt nicht so gut. Da können wir aber leider auch jetzt nicht tauschen. Oliveira kommt mal für Gondre noch rein. Gucken wir mal, vielleicht kann er auch noch was bewirken. Der Oliveira ist auch ein guter Fußballer. So, Ernst jetzt, Mai. Ja, immer noch. Ja, ich habe immer Schiss, dass er den Ball verliert, ne? Wenn die da hinten rumdümpeln, ne? Ja, den Ball haben wir noch. Buchmann, Oliveira. Honorar. Honorar, Flanke. Also hoher Ball auf Feray. Ja, der wartet und wartet. Flanke vom Feray. Ja, der kommt nicht ganz an. Oliveira nochmal mit der Flanke. Nochmal Flanke. Bialek steht da, aber Köpf drüber. Schade, schade. So, sehr gut. Reis jetzt. Immer noch Reis. Ach, was war das denn für ein Pass, ey? Der hätte nicht sein müssen, ey. So, Leverkusen wieder den Ball. War sehr gut, Oliveira. Gut abgelaufen. Boah, aber so eng Maschen, ne? Also, da kriegt man echt. Kriegt der Mann eine Muffensause, ne? Denkt man direkt, der Ball geht gleich rein. Aber wäre auch fast so gekommen. Aber Ernst hat den noch bekommen. So, Leverkusen weiterhin. Kapje, gut gemacht, Ernst.
Oh, Baku. Ah. Sehr gut, Ernst. Der Ernst, der hält uns am Leben hier. Für den Champions League Platz. So, wir wechseln weiter aus. Jetzt bin ich am Überlegen. Honorar, ne? Da kommt Chulinov noch rein. Reis hat halt gelb gesehen, ne? Deswegen kommt der Schulz noch rein. So, Ekbal Dama. So sah gerade so aus. War vielleicht auch, aber. So, Neuhaus hat offenbar alles gezeigt und Samaseko soll rein. Ja, ist okay, komm, machen wir mal. Spielt der nochmal so gesehen sein Abschiedsspiel, weil den holen wir uns auf jeden Fall nicht. Dafür kommt ja ein Jeltsch zum Beispiel. Wahrscheinlich. Heidenheim, 1-1. Ist auch gut für uns, wegen Wolfsburg, weil die auch direkt da sind. So, Schulinov, Ballverlust. Ja, der Schulinov, der. Ich habe von dem auch, um ehrlich zu sein, mehr erwartet. Wir können ja mal gleich auf die Statistiken von den Schulinov gucken. Was er diese Saison so gemacht hat. Jetzt gucken wir erstmal, was Leverkusen macht. Boah, wir schwimmen da richtig. Wir schwimmen. Jetzt vielleicht mal. Ah. Schade. Guter Ansatz, aber mehr auch nicht. So, Leverkusen jetzt nochmal, Baku. Boniface, gut abgeblockt und es gibt nochmal Eckball. Palacios, schnell Ecke ausgeführt, schick, köpft rüber, gut für uns. So, ich glaube, da bleibt beim 1-1. Ja, wird glaube ich auch so sein. Ich denke mal, der Schiedsrichter pfeift auch jetzt ab. Und dann gucken wir gleich mal, wie die Tabelle aussieht. Oder passiert noch was? Ey, wenn man solche Fehler wieder hinten macht, ne? Aber gut, dass die das nicht richtig ausspielen konnten, die Leverkusener. Ja, der Schiedsrichter pfeift ab und wir spielen 1-1 gegen Bayer 04 Leverkusen und sind damit am Ende auf Platz, wenn wir jetzt gleich sehen. So, wir gucken mal. Wir sind auf Platz 6 gelandet. Das müsste Europa League sein, wenn mich nicht alles täuscht. Werden wir aber noch sehen. Aber ich meine schon. So, Heidenheim spielt erstmal 1-1 gegen Wolfsburg. Köln gewinnt 1-2 gegen Mainz. Dortmund verliert 0-2 gegen Frankfurt. Augsburg verliert 0-2 gegen Bayern. Wir spielen 1-1 gegen Leverkusen. Leipzig gewinnt 1-2 gegen Stuttgart. Bremen gewinnt 3-2 gegen Freiburg. Hoffenheim spielt 1-1 gegen Gladbach. Und Union Berlin verliert 0-1 gegen Schalke. Ja, Schalke ist damit auf Platz 10. Wir gucken mal uns ganz die Tabelle an. Leipzig auf 1, war ja schon klar. Zweiter wurde Bayern, dritter Dortmund, vierter Frankfurt. Das sind die Champions League Kandidaten. Dann Leverkusen und wir sind, also ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich sage Europa League sind wir. Wolfsburg müsste dann die Conference League sein. Achter ist Köln, neunter Hoffenheim, zehnter Schalke, elfter wurde Freiburg, zwölfter Augsburg, 13. Union, 14. Mainz, 15. Gladbach. Auf dem Relegationsplatz, wo ist Stuttgart? Und abgestiegen sind Bremen und Heidenheim. Diese nächste Saison in der zweiten Liga. Und dann gucken wir mal, was unsere zweite gemacht hat. Oh, 2-3 gewonnen. Sehr schön. Sila zweimal und Karakui einmal. Wir gucken mal, Fofana hat eine Note von 8,1. Hat sogar eine Vorlage gegeben. Gerkens auch. Sehr schön. Ja, das bedeutet, die sind auf jeden Fall auch in der Liga geblieben. Hier, HSV 2 rettet sich am letzten Spieltag. Da können wir ja auch mal reingucken in der zweiten Bundesliga erstmal. Ach, die spielen noch ein Spiel, okay. Ach, stimmt, die haben den Sonntag, ne? Aber dritte Liga hat gespielt. Lautern und Essen sind aufgestiegen. Osnabrück geht in die Playoffs. Abgestiegen sind SSV Ulm, Unterhaching, Hannover 2 und Sportfreunde Lotte. Die sind abgestiegen. Aber finde ich cool. Unsere zweite wurde 14. in der dritten Liga.
Am Anfang war er ja richtig stark, ne? Aber gut, da waren ja auch noch andere Spieler noch dabei nebenbei, ne? So, Jelch, genau, den wollen wir ja haben. Talent vor Durchbruch, genau. So. Ausstiegsklausel halte ich erstmal nichts von. Gehaltserhöhung machen wir auch erstmal raus. So. Ach, guck mal. Da ist er zufrieden mit. Ja, dann. Ohne Gehaltserhöhung. Ach jo, gut, jährliche Gehaltssteigerung von 10 Jahren, ne? Nach ihrem akzeptablen Angebot für Jäger hat der neue Verein vermeldet, ob eine Rückleihe des Spielers bis Saisonende möglich wäre, um seine. Klar, machen wir. Nehmen wir an. Rückleihe annehmen. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Ne? Bevor er hier bei uns so ein bisschen versauert, also versauern tut er nicht. So, die haben 1-1 gespielt, genau. Wir erhalten 64,2 Millionen. Ah ja, hier steht es nochmal, schwarz auf weiß. Wir sind in der Europa League. Sehr schön. Und wir kriegen 64,2 Millionen dafür, ey, richtig krass. So, eine Rückleihe, wie gesagt, habe ich nichts gegen. Wir haben ja auch noch den Kran, ne? Der kommt ja auch noch zurück. Da müssen wir auch noch bedenken. So, Kaderplanung für die nächste Saison. Trainingsbericht. Ja, müssen wir kritisieren. Oh. Oh, können wir ja mal gucken, ne? Ja, haben wir ja eigentlich alles schon gemacht, ne? Ja, einen Innenverteidiger wollte ich mir noch holen, ne? Wäre der Scholl zum Beispiel ganz gut gewesen, ne? Aber ich guck mir. Warte mal, wir können ja mal hier gucken. Spieler in Reichweite, ne, Scouting-Fokus. Können wir ja mal gucken, was hier so rumlungert. Wie gesagt, ich gucke immer nach günstigen Spielern. Nicht so teuer. Hier Smolcic schon bei, zum Beispiel von von Frankfurt. Ist auch ein guter Spieler, 1,83 groß, ne? Ja, ich brauche eher so einen langen Kerl, ey. Nicht so. Oh, sorry, Leute. Oh, ich werde aber auch nicht mehr gesund, ne? Boah, wie lange ich jetzt schon den Husten mit mir schleppe, ne? Boah. Das ist nämlich schon lange. Oh, hier sind auch noch 14 in Arbeit. Können wir ja auch mal auf den Wert gucken. Janicek, 22 Jahre alt. Da können wir auf jeden Fall mal scouten. Brina, 19 Jahre jung, kann man auch mal scouten. Zobel von Paderborn. Ja. Janicek, wie gesagt, der interessiert mich. Vertrag bis 2030. Ja. Kann man ja mal gucken, ne? Weil wir wollen auf jeden Fall noch ein Talent verpflichten in der Innenverteidigung. So, da kann man alles umsetzen. Zack, zack. So, Training beginnen. Sehr schön. So. Ja, die fliegen oder fahren alle sowieso im Urlaub. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt hier nächste Saison, wie das aussieht mit den Spielern. Kommen ja alle zurück. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Benisch passiert. Kaufoption von 17,25 Millionen. Und der hat einen Marktwert von, ja, bis 18 Millionen. Naja, müssen wir mal gucken, ne? So, der Vorstand gibt die Budgets bekannt. So, das heißt, Transferbudget ist sehr hoch. Sehr gut. Benisch 5 bis 7 Wochen verletzt. Ja, super. Fängt da schon gut an. Oh, ich will wissen, was die zweite Liga macht. So, Kran hat noch gespielt, hat sogar eine Torvorlage gemacht. Sehr schön. So, die Moritz Heier. So. Sehr gut. So, wir gucken mal, was die zweite Liga gemacht hat. So, Düsseldorf ist aufgestiegen. Mit wem Wiesbaden zusammen?
Hertha ist in den Playoffs, abgestiegen sind Regensburg, Fürth und Dresden muss in den Playoffs gegen Osnabrück ran. Ansonsten Nürnberg wird Siebter. Wie gesagt, der Jeltsch geht ja nächste Saison nochmal zurück zu Nürnberg. Nochmal ein Jahr komplett Spielpraxis sammeln. Das ist sehr gut. Fantyp. Update. Ich habe einen Bericht über die Veränderungen bei den Fantypen von der neuen Saison zusammengestellt. Mehr Followers. Okay. Ach, Konterfußball. So, Vereinsziele. Konterfußball spielen, sind sie enttäuscht. Da sind sie zufrieden. Begeistert, begeistert. Noch kein Urteil. Auf Kurs. Ja. Ist okay. So, Reis und Buchmann sind Führungsspieler. So, Pläne für die nächste Saison diskutieren. Ja, ist halt die Frage, ne? Ist halt die Frage jetzt. Pläne. Das ist eine gute Idee, da gibt es sicher viel zu sagen. Bin zufällig, dass wir allen beweisen können, was wir drauf haben und eine starke Liga-Saison spielen. Nee. Ja. So, ich bin zufällig, dass wir in der Europa League die Saison. Ja. So, alle sind zufrieden und erfreut. Das ist schon mal gut. Für die Ziele für die nächste Saison. Sehr schön. Hier sieht man auch noch die anderen Tabellen. Serie A und so weiter. So, wir machen aber auch nicht mehr allzu lange hier. So, Feray ist in der 11. der Woche. Sehr schön. So, zack, zack. Zack. Jeltsch akzeptiert Nürnbergs Angebot. Ach, krass. Wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass Jeltsch ohne mit der Wimper zu zucken Nürnbergs Angebot statt des unseren angenommen hat. Die Entscheidung ist ihm offenkundig sehr leicht gefallen. Ah, okay. Ja, zu nur, dann. Ja, jetzt hat er eine Ausstiegsklausel von 5,5 Millionen, mal eben 1 Million erhöht. Ja, hab ich nicht. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Gut, der hat mal Einsatzzeiten, ne? Das kann ich verstehen. Deswegen sollte der ja auch ein Jahr da zurück als Laie. Aber naja, okay. Dann eben nicht. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich werde wahrscheinlich offscreen so lange machen, bis das mit den Erfolgen kommt. Und ja, und danach werde ich wahrscheinlich so weit machen, bis die Saisonvorbereitung wieder ist. Ich weiß auch gar nicht, wann die genau ist. Ne, werden wir ja auf jeden Fall dann sehen, Leute. Dementsprechend, ja, verabschiede ich mich von euch. Ne? Das war's mit dieser Saison 25-26. Wir greifen dann in der nächsten Saison wieder an. Ich bin gespannt, ob wir dann besser dastehen am Ende. Schlechter dastehen. Vielleicht auch gleich. Und wie weit wir halt in der Europa League kommen. Ne? Da bin ich auch am meisten gespannt, wie wir die Dreifachbelastung meistern werden.
Mit Jeltsch hat leider jetzt nicht geklappt. Wie gesagt, den kann man sich immer noch holen. Ne, der hat eine Ausstiegsklausel von 5,5 Millionen jetzt statt 4, statt 4,5. Aber okay. Ne? Ist so. Man kann sich den ja immer noch holen. Ne? Das ist jetzt nicht aus der Welt. Ansonsten gucken wir uns mal nach so noch ein Talent um. Ne? Vielleicht für ein Jahr Leihe oder wir nutzen den Kram. Ne, den haben wir ja auch noch. Und halt auch die anderen Spieler, die noch zurückkommen. Müssen wir halt mal gucken, wem wir abgeben, wem nicht. Das werden wir dann alles auf jeden Fall sehen. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann sehen wir noch ein paar Erfolge wahrscheinlich. Und auch schon die neue Saison oder einen kleinen Übergang zur neuen Saison. Je nachdem. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.